Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, im Januar dieses Jahres wurden in der Erstaufnahmestelle des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, dem LAGESO, 1.800 Asylanträge gestellt. Das sind 60% mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Und es gibt eine weitere steigende Tendenz. Unter den Zufluchtsuchenden sind immer mehr Familien mit Kindern in immer schlechterem gesundheitlichen Zustand. Jedes dieser Kinder hat einen Anspruch auf Förderung in einer Kita oder einen Schulplatz. Dafür alles zu tun, dass dieser Rechtsanspruch umgesetzt wird, ist politisch Konsens im Land Berlin. Das hat die Debatte um den Piratenantrag gezeigt. Das ist etwas Gutes. Und es gibt diesen sinnvollen Ersetzungsantrag, der auch in meinen Augen ein erster Baustein in die richtige Richtung ist. Wie das alles besser in und mit den Bezirken organisiert werden soll, will der vorliegende Antrag prüfen lassen. Das ist gut. Deshalb unterstützen wir auch diese Initiative. Eine Kita-Betreuungsquote von um die 6% bei Flüchtlingskindern ist völlig inakzeptabel. Und wenn diese Quote steigt, und das wird sie tun, aufgrund der wachsenden Zahl von Menschen, die zu uns kommen, und aufgrund einer hoffentlich bald höheren Anspruchnahme der Kita-Betreuung bei den Flüchtlingsfamilien, dann reichen die bisherigen Rahmenbedingungen hinten und vorne nicht aus. Außerdem, so der Antrag, sollen in der Erstaufnahmestelle in der Turmstraße kindgerechte Aufenthalts- und Betreuungsbedingungen geschaffen werden. Na endlich, hätten Sie schon längst machen können, Herr Chaya. Ich bin auch ein bisschen überrascht, verehrte Frau Vorsitzende, dass Sie der Meinung sind, Herr Chaya sei nicht zuständig für diesen Bereich. Wir hatten ihn ja gerade rufen lassen. Sehr wohl ist Herr Chaya für den Kinderschutz in dieser Stadt mitverantwortlich. Die unzumutbaren Zustände dort in der Erstaufnahmestelle werden auch von den Mitarbeitenden des LAGESO seit langem beanstandet. Da geht es um so selbstverständliche Dinge wie einen Rückzugsraum während der stundenlangen Wartezeiten und die Versorgung mit Getränken von Menschen, die in oft schlechter gesundheitlicher Verfassung sind. Also, Herr Chaya, in Abwesenheit, nehmen Sie jetzt schnell den politischen Auftrag auch Ihrer Fraktion zur Kenntnis. Realisieren Sie endlich, dass Kinderschutz auch in Ihr Ressort gehört, und der gilt nämlich in dieser Stadt vom ersten Tag an. Handeln Sie in der Turmstraße sofort. Der Auftrag ist jetzt öffentlich. Was wir ebenfalls jetzt schon, auch ohne Prüfauftrag, wissen, alle Fachkräfte, die im Aufnahmesystem tätig sind, müssen gut über die Rechte der Flüchtlinge und die Zugangswege zum Bildungssystem informiert sein. Es gilt erstens, die Eltern zu gewinnen, zweitens, ihnen den Zugang zur Kita so leicht wie möglich zu machen und dann drittens, um den real existierenden Kita-Platz. Eine Umfrage der Arbeit der Wohlfahrt zum Problem der Nichtinanspruchnahme von Kita-Plätzen hat ergeben, dass die Betroffenen entweder keinen Kita-Platz finden oder erst gar kein Kita-Platz in der Gegend frei ist, dass sie ihre Rechte nicht kennen, mit dem deutschen Bildungssystem nicht vertraut sind oder kein Vertrauen in dieses haben oder dass sie an bürokratischen Hürden oder an mangelnden Deutschkenntnissen scheitern. Hier hapert es, das wurde festgestellt, und hier muss zuerst gehandelt werden. Da ist das neue Infopapier zum Kita-Besuch für Fachpersonal in Erst-, Not- und Gemeinschaftsunterkünften gut. Klar ist aber auch, das zeigt die Praxis jetzt schon, dass zusätzlich zur Schulung und Aufklärung des Fachpersonals auch dringend zusätzliches Fachpersonal nötig ist. Das ist nun mal so. Das wären zunächst ausreichend Sozialarbeiterinnen in den Aufnahmeeinrichtungen. Das sind derzeit viel zu wenige, besonders in den 16 Hostels, die aus der Not heraus belegt werden. Da gibt es gar keine Sozialarbeiterin. Dort sind die Familien nicht mal polizeilich gemeldet, sodass sie auch ihre Kinder nicht in Kita und Schule anmelden können, selbst wenn sie davon wüssten, dass sie das tun können. Es braucht natürlich ausreichend Kita-Plätze, es wurde auch schon gesagt, generell, und ausreichend Kita-Plätze im Umfeld der Flüchtlingsunterkünfte. Das ist das größte Problem. Es braucht natürlich ausreichend Fachpersonal in den bezirklichen Jugendämtern, die in den Kita-Gutscheinstellen die Eltern beraten und dafür sorgen, dass diese Eltern dann auch einen Kita-Platz finden. Und auch immer wieder, und das ist einfach mal nicht vom Tisch zu wischen, dieses Problem, es braucht ausreichend Erzieherinnen, die auch wiederum zusätzliche Schulungen zum Umgang mit Flüchtlingskindern und zusätzliches Fachpersonal wie Psychologinnen und Traumatherapeutinnen, die auch mit diesen Kindern arbeiten können, weil diese Kinder teils schwere Traumata nach langer Flucht erlitten haben. Das ist bereits von Herrn Eckert auch schon erwähnt worden. Schön, dass Sie das auf dem Schirm haben. Sprachmittlerinnen fehlen ebenfalls und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist eine Mammutaufgabe, das ist uns allen klar. Es sind viele Baustellen, bei denen die Bezirke und die Kitas die Unterstützung des Senats noch brauchen werden. Nur umorganisieren wird da nicht ausreichen.